Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder mal im Bücherwald. Im richtigen Wald ist das Wetter zu schlecht, deswegen bin ich wieder hierhin ausgewichen. Mein kurzer Kommentar zum Hintergrundrauschen. Das ist leider der Brenner von der Heizung, die dummerweise nebenan ist. Oh, jetzt ist er aus. Das ist das blöde Hintergrundgeräusch, was ich auch hier im Keller leider nicht loswerde. Irgendwas ist immer. Im Wald sind Flugzeuge. Hier ist der Brenner der Heizung, die ich nicht ausschalten kann, sonst kriege ich Ärger mit dem Rest vom Haus. Egal. Thema heute, Rettung aus dem Walde, beziehungsweise ich nenne es jetzt mal Hilfe im Wald, weil da gibt es eine entsprechende App zu. Ich könnte euch jetzt mein Handy mit der entsprechenden App vor die Schnauze halten, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich mit dem Urheberrecht noch vorsichtiger sein möchte bei meinen Videos. Und der Mehrwert, den ihr dadurch habt, dass ich euch das Ding vor die Schnauze halte, ist meiner Meinung nach nicht das Risiko meinerseits wert, dass ich das ja eigentlich nicht darf. Weil wie jedes Werk ist auch eine App urheberrechtlich geschütztes Material. Und ja, das ist mein persönliches Risiko, wenn ich euch das Ding vor die Schnauze halte, auch wenn mich dafür wahrscheinlich niemand verklagen wird. Ich möchte einfach noch vorsichtiger sein, als ich das bisher schon gewesen bin. Gibt nämlich so ein paar Dinge auf meinem Kanal, die nicht 100%ig wasserdicht sind, sondern nur so zu 90%, wo es vielleicht irgendwann vielleicht doch nochmal, ich weiß es noch nicht, vielleicht lösche ich auch mal irgendwann mal noch ein paar Videos, bei denen das halt eben so ein ganz kleines bisschen kritisch ist. Das ist doch alles riskanter, als man denkt, und ich habe mich in letzter Zeit intensiv mit dem Urheberrecht auseinandergesetzt, gerade eben für andere Dinge als Bücher. Bei Büchern weiß ich es ja, beim Schreiben und so weiter, das hat man ja an der Uni natürlich alles gelernt, und ich habe ja selber auch schon Zeug geschrieben, was veröffentlicht worden ist. Also auf gut Deutsch, man kann es in der Bibliothek nachlesen. Es gibt genau ein Exemplar jeweils. Aber es geht. Das ist aber Standard für Abschlussarbeiten. Gut, so viel dazu. Deswegen, wie gesagt, ich halte euch das Ding nicht vor die Schnauze. Aber ich kann euch trotzdem erklären, was diese App macht. Und ihr googelt euch die einfach mal parallel, während ihr dieses Video anguckt. Die meisten von euch machen das ja wahrscheinlich an einem PC. Wenn ihr das tatsächlich mit einem Smartphone angucken könnt, tut und genug Internetkapazitäten habt, dann könnt ihr es euch ja quasi auch direkt runterladen oder ladet es jetzt runter und guckt dann weiter. Dann könnt ihr parallel gleich mit dem Ding rumspielen, weil es ist definitiv eine Empfehlung wert. Nennt sich Hilfe im Wald. Könnt ihr bei jedem entsprechenden Store der drei gängigen Handybetriebssysteme für Smartphones natürlich finden. So hat man mir zumindest, so steht da zumindest auf der Homepage des Herstellers von dem Ding, dessen Name mir gerade natürlich wieder nicht einfällt, den ich aber jetzt gleich hier unten hinschreiben werde. Und ja, wie gesagt, legt euch dieses Ding, wenn ihr wollt, zu. Wenn nicht, könnt ihr euch erstmal anhören, was ich dazu zu sagen habe. Es ist aber sicherlich, denke ich, in jedem Fall sein nichts kostendes Geld wert. Also das Ding ist kostenlos. Passiert nichts, wenn ihr euch das Ding runterladet. So, jetzt folgendes. Die Hilfe im Wald App, was macht die? Die hat im Wesentlichen einfach die Funktion, dass es eine Karten-App ist, die euren Standort ermittelt. Das tut jede Karten-App, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Und sie hat, sie lädt sich beim Installieren bzw. beim ersten Öffnen der App die Koordinaten sämtlicher Rettungspunkte im Wald runter, die bisher in die App eingepflegt worden sind. Jetzt muss man erstmal natürlich erklären, was ein Rettungspunkt ist. Die Forstbetriebe haben ein Netz an Rettungspunkten in ihrem Forstbetrieb, die als Rettungspunkt ausgewiesen sind. Und die sind eigentlich dafür gedacht, dass ein verunglückter Waldarbeiter von seinen Kollegen dann so schnell wie möglich zu diesem Rettungspunkt gebracht wird. Also zuerst ruft man natürlich den Krankenwagen oder den Notarzt oder was halt gekommen muss. Der macht sich auf den Weg, und in dem Moment quasi parallel dazu machen sich die Waldarbeiter aus dem Wald auf den Weg zum Rettungspunkt, und der Krankenwagen macht sich auch auf den Weg zum Rettungspunkt, und da trifft man sich sozusagen. Das reduziert einfach die Zeit enorm, die notwendig ist, um einen verunglückten Waldarbeiter oder einen Jäger oder einen Jagdpächter oder den Förster selber, wenn der mal wieder irgendwo runterfällt oder in die Brennnesseln oder die Brombeeren fällt, das machen wir gerne. Das ist Berufsrisiko. Beziehungsweise man darf sich erst dann so halbwegs
als Mensch, der mal im Wald gewesen ist, bezeichnen, wenn man schon mal dreimal in den Brombeeren und mindestens zweimal in den Brennnesseln gelegen ist. Ganz wichtig. Ja, und sowas geht halt super schnell, auch wenn man viel Erfahrung hat, kann da ganz flott mal irgendwas passieren. Da ist es schon ganz gut, wenn man grob weiß, was man denn tut, wenn einem mal was ganz Schlimmes passieren sollte im Wald. Und was jetzt nochmal eben der große Vorteil ist, diese Rettungspunkte, die sind bekannt beim Rettungsdienst, die fahren da regelmäßig hin und die wissen, wie sie da schnell hinkommen. Denn das ist der zentrale Knackpunkt im Wald. Natürlich kann man auf jeder Vorstraße mit einem Krankenwagen rumfahren. Das geht. Der kann also die beliebigen Punkte an einer Vorstraße im Walde relativ problemlos erreichen. Theoretisch. Praktisch haben wir nämlich das große Problem, dass es ja eben nicht so einfach ist, die Navigation im Walde, weil eben unter anderem, ist einer der Gründe, die Vorstraße nicht dafür ausgelegt ist, irgendwo hinzuführen und einfach ganz anders verläuft, als man das von einer Straße als normal denkender Mensch, das würde ja implizieren, dass alle Leute, die mit dem Wald zu tun haben, nicht normal denken. Na, ist vielleicht wirklich so. Jedenfalls, die Leute, die den Wald nicht so gewöhnt sind, denken halt einfach anders, wie eine Straße funktioniert, als es eine Waldstraße letztendlich tut, weil die müssen eine Fläche erschließen, die sollen nirgendwo hinführen. Das ist völlig irrelevant, ob die Straße von A nach B führt. Die ist dafür da, dass man von der Straße aus möglichst viel Wald erreichen kann, links und rechts. Und so ist der Verlauf der Straße. Und deswegen ist es halt manchmal, besonders eben im Mittelgebirgen, gerade hier bei uns im Schwarzwald, ganz seltsam, wie die Straßen verlaufen, und das macht teilweise überhaupt keinen Sinn, könnte man denken. Und das macht die Navigation so schwierig. Das heißt, wenn du jetzt einem Krankenwagenfahrer die GPS-Koordinaten, wo der Unfall passiert ist, gibst, dann kann der da schon hinfahren. Aber der braucht da möglicherweise ewig, bis der die entsprechende Straße gefunden hat. Und man kann auch im Wald nur ganz selten an ganz wenigen ausgewählten Stellen überhaupt nur wenden, falls man doch mal falsch gefahren ist. Jetzt gerade eben als Krankenwagen. Und das sind halt eben dann so Sachen, das macht schwierig, dann dauert es länger. Und deswegen ausgewählte Punkte, bei denen die Krankenwagenmenschen genau wissen, wie sie da hinkommen, Krankenwagen, Rettungswagen, also ich weiß jetzt immer nie genau, was der korrekte Begriff ist, ihr wisst, was gemeint ist. Und das geht halt, wie gesagt, viel, viel, viel schneller, und während die Waldarbeiter halt ihren Kollegen dann da quasi abliefern können, weil die werden auch eingewiesen, also im Idealfall, sobald sie irgendwo eine Fellarbeiten machen zum Beispiel, dann werden sie auch eingewiesen, okay, und wenn mal was ist, Rettungspunkt, fahrt ihr da runter, rechts, und da ist so ein Platz, und da ist der. Dass die auch Bescheid wissen. So, das ist jetzt also diese Primärfunktion dieser Rettungspunkte. Dafür waren die ursprünglich mal konzipiert. Und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, ja, selbstverständlich funktionieren die ja auch für Otto Normalverbraucher, der im Wald rumspringt, also den Touristen in Anführungszeichen, den Waldbesucher, wenn der mal ein Problemchen hat. Da hat man jetzt natürlich nicht so sehr an den Bushcrafter oder den Survivalisten gedacht, sondern eher mehr so an den Wanderer. Und das Hauptproblem, das bei dem so auftritt, ist, dass der sich total verläuft, es Nacht wird und der dann Angst kriegt, oh, nachts im Wald. Unser eins geht dann freiwillig extra in den Wald, andere Leute kriegen dann Angst und wollen dringend raus. So, und das ist jetzt auch nochmal so eine Funktion, wenn man so einen Rettungspunkt erreicht hat, dann kann man sich da notfalls auch abholen lassen von jemandem, der halt eben im Wald rumfahren darf, wie zum Beispiel dem Förster, wenn der ganz lieb drauf ist, holt er einen vielleicht sogar dann irgendwie ab und stellt eine entsprechende Rechnung, oder man lässt sich von der Polizei abholen oder irgendwie sonst wie. Also es muss nicht unbedingt gleich der Krankenwagen mitsamt Notarzt und so weiter und so fort anrücken, nur wenn man sich verlaufen hat und doof genug und keine Ahnung mehr hat, wie man aus dem Wald kommen soll. Dann ist es eben also praktisch, um sich abholen zu lassen, auch so einen Rettungspunkt zu erreichen. Gut, und jetzt zurück zur Hilfe im Wald-App. Was die halt eben hat, sind die Koordinaten dieser Rettungspunkte. Und ich habe es eben schon gesagt, soweit die schon drin sind. Die App ist nämlich noch nicht vollständig, umfasst noch nicht alle Koordinaten aller Rettungspunkte. Das liegt einfach daran, dass der Hersteller der App, die das Ding auch regelmäßig eben pflegen und warten und neue Koordinaten dazufügen, darauf angewiesen ist, von den jeweiligen Forstverwaltungen oder Forstämtern
die Koordinaten der Rettungspunkte zugespielt zu bekommen. Und das ist halt noch nicht bei jedem kleinen Forstbetrieb in Deutschland bisher passiert. Bayern ist ganz gut vertreten, der Privatwald natürlich wieder nicht, der Staatswald schon, Baden-Württemberg ist auch so ähnlich, Staatswald gut vertreten, Privatwälder nicht so, viele kleine Kommunalwälder sind noch nicht drin. Wenn ich zum Beispiel bei mir auf das Ding gucke, ist der Wald, in dem ich mich primär so rumtreibe, komplett ohne Rettungspunkte. Keine einzige eingetragen, beziehungsweise die sind dann so weit ab vom Schuss, dass ich da vorher nach Hause gelaufen bin, bevor ich den nächsten Rettungspunkt erreiche. Das ist halt eben jetzt regionaler Sonderfall. Das heißt aber nicht, dass die App schlecht ist, das heißt nur, es dauert noch eine Weile. Und wir können natürlich den Prozess des Einpflegens der Rettungspunkte in die App einfach dadurch beschleunigen, dass wir dafür sorgen, dass die App auch mehr runtergeladen wird, was ich mit diesem Video jetzt unter anderem auch vorhabe und natürlich euch zu informieren. Aber das Ding verdient definitiv mehr Aufmerksamkeit, es kostet nichts, es tut niemandem weh. In Kooperation mit vielen namhaften Firmen will ich jetzt nicht sagen, sagen wir mal Organisationen, die im Bereich Karte, Rettung, geografische Informationssysteme irgendwas zu melden haben. Unter anderem das Kartenmaterial selber ist von Esri. Esri ist eine, ja, die Firma für geografische Informationssysteme, GIS kurz gesagt. Das sind ja im Prinzip eine Karte, die mit einer Datenbank verknüpft ist. Um mal gerade kurz just to know, damit ihr mal wisst, was man mit GIS so anstellen kann. Im Forstbereich kann es genutzt werden, bei den ganz fortschrittlichen Forstbetrieben übrigens nur bisher, um eben auf der Forstbetriebskarte auch Polter einzuzeichnen. Und zwar eben live sozusagen. In dem Moment, wo das Holz eingeschlagen wird und irgendwie an den Waldweg gelegt wird und daran rumliegt und theoretisch bereit wäre, um abgeholt zu werden, kann der Förster beim Erfassen dieses Holzes das mit dem Smartphone, im ganz idealen Fall wirklich sogar schon mit dem Smartphone, meistens gibt es auch noch so ein PDA, so ein uraltes Schrottding, aber es geht theoretisch auch mit dem Smartphone, kann er dann eingeben, okay, das sind jetzt die und die Qualität, das sind so und so viel Festmeter, die und die Baumarten. Und in dem Moment, wo er es eingegeben hat, sieht das zum Beispiel auch der Sägewerksbesitzer. Und der merkt, ich bräuchte jetzt gerade 5 Festmeter Tanne Qualität B. Und dann sieht er, der Herr Förster XY hat gerade 5 Festmeter, Tanne, Qualität B, da und da hingelegt. Und dann ruft er kurz bei dem an, beziehungsweise je nach Komplexität eben der IT-Infrastruktur, die es in beiden Unternehmen gibt, kann er es auch direkt eben über diese Karte machen, dass er da ein Häkchen setzt, gekauft, und schickt dann in dem Moment quasi auch schon seinen LKW-Fahrer los, der dann quasi da direkt hinfährt. Per GPS auch natürlich genau weiß, wie er da hinkommt zu dieser Koordinate, wo dieser Polter liegt, lädt den Polter auf und macht auf der Karte noch ein Häkchen für eingesammelt. Und dann taucht der Polter auf der Karte auch schon gar nicht mehr auf. Wir haben also die Realität und die Karte in einem fließenden Übergang zueinander. Da gibt es unendlich viel Potenzial, was man da alles Tolles machen kann, gerade im Bereich Forstlogistik und auch in ganz vielen anderen Wirtschaftsbereichen, die überhaupt nichts mit dem Wald zu tun haben, ist so eine GIS-Karte natürlich auch wunderbar praktisch und wichtig. Lernt man potenziell bei uns im Studium, ist ein Wahlfach. Ich habe mich, wie bei fast jedem Wahlfach, mit reingesetzt, die Prüfung aber nicht mitgeschrieben. Ich nörgel zwar gerne an den zu vielen Prüfungen im Studium rum, aber in diesem Fall wäre es vielleicht praktisch gewesen, dann könnte ich da jetzt noch mehr. Aber ich weiß zumindest, was eine GIS-Karte tut und grob, wie sie funktioniert. Würde man mich jetzt an das entsprechende Programm am Computer setzen, das sehr komplex ist, also nochmal deutlich komplexer als ein Excel, was vielen Leuten ja auch schon komplex genug ist, da würde ich jetzt Schwierigkeiten bekommen, vorsichtig ausgedrückt, nicht mehr allzu viel auf die Reihe kriegen. Aber gut, das war jetzt nur so ein kleiner unnötiger Exkurs. Zurück zum Thema. Das war es im Wesentlichen, was die App primär eben ausmacht, habe ich ja jetzt gesagt. Position anzeigen, sagen, wo ist der nächste Rettungspunkt, und man kann dann auf der Karte, die die App darstellt, dahin navigieren. Was sie nicht hat, ist eine Routenplaner.
der einem dann jetzt sagen würde, von deiner Position gehst du jetzt am besten wie dahin. Das würde auch enorm viel Rechenpower brauchen, weil diese Apps geht ja davon aus, dass man sich eventuell mitten im Wald befindet, abseits von irgendwelchen Wegen, und da kommt ein Navigationssystem nicht mit klar. Außerdem, wenn es dir eine rote Linie zum nächsten Weg legen würde, dann legt es diese rote Linie eventuell über einen krassen Steilhang, den man lebend niemals runterkommt. Deswegen ist es vielleicht geschickter, wenn da nicht allzu viel mit der Navigation gemacht wird, also mit der Routenplanung. Da kann auch ganz, 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 ganz viel schief gehen. Denn kritisch betrachtet könnte es durchaus sein, dass der eine oder andere der Digital Native Generation heutzutage eher einer roten Linie auf seinem Handy folgt, als dem gesunden Menschenverstand, dass es vielleicht keine gute Idee ist, darunter zu laufen. Das ist vielleicht ein bisschen böse, aber der eine oder andere Kandidat fällt mir da schon ein, der sowas eventuell tun würde. Gut, deswegen ist es so einer der Gründe, weshalb es das nicht gibt. Und außerdem wäre es wirklich von der Rechenleistung enormer Aufwand. Das könnte man dann fast schon nicht mehr gratis anbieten, so eine App. Die hat jetzt noch ein paar Vorteile. Und zwar, wenn man eben seine Position gefunden hat und auch weiß, wo der nächste Rettungspunkt ist, dann gibt es erstens, was ich wichtig finde, gerade in einer Notsituation, in der man sich schlimm verletzt hat und nur noch so halb im Delirium vor sich hin vegetiert, kann man dann sofort aus der App raus den Notruf anrufen. Und man muss sich dann auch nicht merken, ob der 110 oder 19222 oder 112 oder was auch immer heißt, sondern man drückt dann nur noch einen Knopf und dann wählt es und dann hat man den Notruf dran. Und das ist auch wichtig, beziehungsweise schön zu wissen, dass der Notruf, das werden die meisten von euch eh wissen, aber ich sage es jetzt trotzdem, fast immer funktioniert, auch wenn man keinen Handyempfang hat, weil sobald es im Notrufmodus ist, wählt jedes Handy, völlig egal, ob eine SIM-Karte drin ist oder nicht, Akku muss es haben, das ist eine technische Notwendigkeit, jedes Handy wählt dann den Notruf über das Netz, das gerade am besten vom Empfang her abgedeckt ist, auch völlig scheißegal, welchen Netzanbieter ihr normalerweise habt, es wird immer das genommen, das Beste, das verfügbar ist. Und es ist in Deutschland wirklich ganz, ganz, ganz selten, und da muss man schon in ganz abgelegenen Regionen sein, dass man gar kein Handynetz zur Verfügung hat. Das eigene nicht, ja, das kommt durchaus vor. Aber überhaupt kein Handynetz, da so Situationen, ich kenne ein paar Flecken, aber das sind nicht so viele, und wenn man auf den nächsten Hügel steigt, dann hat man auch wieder Handyempfang. Zumindest irgendwelchen eben. Also das ist auf jeden Fall schön, dass man diesen Notruf sofort eben einfach ganz idiotensicher anwählen kann, ohne nachzudenken. Einfach mit letzter Kraft einmal aufs Display datschen und dann nochmal bestätigen, dass es auch wirklich wählt. Aber das ist wirklich, das könnte selbst meine Mutter. Das soll was heißen. So, und dann haben wir jetzt noch, was auch sehr schön ist bei diesem Ding, die Funktion kann man es eigentlich nennen. Es ist so, dass die Koordinaten der Rettungspunkte beim ersten Start der App aufs Handy geladen und gespeichert werden. Die sind also auch offline verfügbar. Völlig wurscht, ob man jetzt Netz hat oder nicht. Man sieht immer zwei Dinge, wenn man die Karte aufmacht, nämlich sämtliche Rettungspunkte als grünen Punkt mit einem weißen Kreuz in der Mitte auf der Karte eingezeichnet. Kann die antappen, tippen und sieht dann auch den Namen des entsprechenden Rettungspunktes, was wichtig ist, wenn man das eben dann beim Anruf beim Rettungsdienst sagen möchte, um welchen Rettungspunkt es sich handelt, zu dem die fahren sollen, zu dem man sich dann auch gleich aufmacht. Und man sieht auch in jedem Fall, auch wenn kein Internet verfügbar ist, beziehungsweise kein Handynetz, sieht man trotzdem die Position, an der man sich befindet, sofern ein GPS-Signal verfügbar ist. Das ist ja im Wald auch längst nicht immer der Fall. Aber sollte es das GPS-Signal geben, dann weiß man, ich bin hier, der Punkt ist da. Man weiß zwar nicht, was dazwischen für ein Terrain ist, aber man weiß zumindest, wenn man sich aber bewegt, dann kann man trotzdem sehen, in welche Richtung bewegt sich der Punkt. Das heißt, ich bewege mich grob in Richtung Rettungspunkt. Das ist ja auch schon mal was wert. Je nach Region ist es halt vom Terrain her nicht möglich, diesen Rettungspunkt dann zu erreichen, weil eine Schlucht dazwischen ist. Das ist jetzt wieder so ein Schwarzwald-Sonderproblem. Wenn man aber hingegen irgendwo in Niedersachsen rumstapft, dann hat man schlimmstenfalls zwischendrin eine kleine Feuchtlandschaft und holt sich halt nasse Füße. Oder es ist ein Moor, man wird die nächste Moorleiche, aber das macht nichts. Moorleichen sehen doch nach Jahrtausenden immer noch richtig gut aus. Also, make pretty corpses.
Ja, das wäre also dann auch nochmal eben ein Plus, dass eben diese Koordinaten auch offline verfügbar sind. Das ist mir auch ganz, 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 ganz wichtig. Internet im Wald haben ist nämlich dann doch eher die Ausnahme. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Mit meinem Handyanbieter ist das schon was Besonderes, dass mal das Internet da ist. Durchgehend. Und dann gibt es nochmal eine ganz, 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 ganz wichtige Funktion. Das Ding lädt quasi, wenn man es zwischendrin aufmacht, die Karte der näheren Umgebung und die ist auch dann noch verfügbar, wenn man es dann wieder zumacht oder das Internet verschwindet. Also sobald mal Empfang da ist, wird das immer wieder aktualisiert. Beziehungsweise, wenn man zum Beispiel im Wald unterwegs ist und man guckt hin und wieder mal auf die App drauf oder die läuft die ganze Zeit im Hintergrund mit und ermittelt eure Position durchgehend, dann habt ihr immer einen Standort, wo ihr euch zum letzten Mal als Empfang da war, befunden habt. Also nehmen wir mal an, ihr seid auf einem Berg und lauft dann runter ins Tal. Im Tal ist Funkloch. Da gibt es kein GPS, da gibt es kein Internet, kein Empfang, kein gar nichts. Aber auf dem Berg hattet ihr noch ein wunderbares GPS-Signal. Dann hat sich euer Handy in der Hosentasche gemerkt, okay, jetzt bin ich hier, wenn das Ding halt die ganze Zeit eben mitläuft. Datenschutz und so weiter und so fort, das müsst ihr selber wissen, inwiefern euch das wichtiger ist, dass euer Handy nicht dauernd kontrolliert, wo ihr seid. Das ist jetzt persönliche Entscheidung von jedem, der sich mit so einem Thema auseinandersetzen mag. Aber für den Rettungszweck wäre es halt schon sinnvoll, dass das Ding die ganze Zeit mitläuft und euer Handy die ganze Zeit weiß, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich. Und wenn es mal das GPS-Signal verliert, dann könnt ihr immer noch sehen, aha, das ist meine letzte Position und da war ich vor 29 Minuten. Dann könnt ihr euch grob ausrechnen, wo ihr dann eventuell jetzt sein könntet. Und das gleiche halt eben auch mit der Karte. Die ist dann immer noch verfügbar, auch wenn kein Internet mehr da ist. So die grobe Umgebung, Stückchen weit, kann man auch dann eben immer noch sehen und so grob sich orientieren. Wie komme ich da jetzt wieder zurück hin, zum Beispiel? Zurück zum Weg. Das ist überhaupt eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man einfach die aktuellen GPS-Koordinaten abrufen kann. Das kann man nämlich, wenn man mit Google Maps oder so, so einfach jetzt nicht. Ich wüsste zumindest nicht wie. Und so idiotensicher, weil das ist ja wirklich wichtig in einer Notsituation, dass das dann auch idiotensicher ist und man nicht da erst so, jetzt muss ich in die Einstellungen, muss da dies und das und jenes, das kriegt man dann nicht mehr auf die Reihe. Zumindest ich hätte da keine Chance. Ältere Leute oder Menschen mit Technikphobie kriegen das dann ohnehin nicht auf die Reihe. Und mal so eine App, das könnte man verstehen, selbst wenn man ein alter Waldläufer ist oder irgendwie so. Jo, so viel also zu besagter App. Die kann ich nur wärmstens empfehlen und ich möchte es, wie gesagt, nicht vorzeigen aus Gründen des Urheberrechts. Das ist mir einfach zu riskant. Außerdem sieht es kacke aus, wenn ich mein Handy abfilme und irgendwelche Screen Capture Tools installieren. Das ist mir zu viel Aufwand. Das muss ich erst lernen, wie das funktioniert. Und ach nee, und nur wegen dieser ollen App, das muss jetzt auch nicht sein. Mache ich vielleicht mal irgendwann, wenn es um Navigation im Wald mit dem Smartphone geht. Da bin ich schon so oft was zu gefragt worden und habe das auch schon teilweise eben selber gemacht, habe da also ein bisschen Erfahrung für von mit ist das richtige Wort. Deutsch ist heute wirklich auch wieder so ein Problem. Ja, gut, an dieser Stelle gedanklich Cut. Gibt nämlich jetzt noch die Möglichkeit, dass man ja kein Smartphone hat. Und was macht man denn dann, wenn man im Walde gerettet werden möchte? Und deshalb möchte ich mal so generell auf das korrekte Verhalten bei schweren Unfall im Walde eingehen, wie man dann da vorgeht.